Und weiter geht es, liebe Freunde, bei Thrones of Britannia mit Northumbria. Und wir sind mittlerweile im Krieg mit der West Meringes. Und wir können wir sie erreichen? Das ist die Frage. Nein, so wollte ich das nicht. Ich wollte, dass die anderen mitkommen. Das geht aber von der Bewegungsreichweite nicht mehr. Deswegen springen wir in die nächste Runde und schauen mal, was der Gegner macht. Ob er uns angreift. Tatsächlich nimmt er das Dorf ein. Okay. Hätten wir mit den Truppen doch drin bleiben sollen. Ein neues Ereignis, der Herrkönig ein großes Thing draus machen. Auf die Eroberung folgt die Herrschaft. Euer Rat, Thing genannt, ist dafür unerlässlich. Aber nun herrscht ihr über ein fremdes Volk, das auch ein Mitspracherecht haben möchte. Wollt ihr das Maulen der Engländer ignorieren und herrschen, wie immer? Oder einige von ihnen an euren künftigen Beratungen teilhaben lassen und vielleicht sogar Fremde zum Thing zulassen? Ich würde sagen, wir machen das hier, die Einheimischen einbeziehen. Das passt ja auch so ein bisschen zur Beschreibung, die wir am Anfang hatten, dass wir hier auf Integration oder wie auch immer man das nennen will, aus sind. Und den Wert bei der Armee kriegen wir schon wieder durch Schlachten und so. Also machen wir es so rum. Plus 2 gegenüber allen englischen Fraktionen. Aber jetzt haben wir steigende Unterhaltskosten, Rekrutierungskosten und so weiter. Denn unsere Position bei der Armee ist geschwächt. Laut unseren Kundschaftern ist eine kleine plündernde Streitkraft der Wikinger von Süden aus auf dem Weg nach Britannien. Okay. Dienen bis zum Ende! Los, Beeilung! Zur Schlacht bereit! Für den Allvater! So, dann holen wir uns mal die Siedlung zurück. Das war natürlich jetzt äußerst ärgerlich, dass wir die hergegeben haben. Und wir machen das aber manuell, würde ich sagen. Der Gegner hat noch einige nicht vollständig verstärkte Einheiten dabei, die frisch rekrutiert sind offenbar. Das könnte uns in die Karten spielen. Wir selber haben auch zwei, bei denen das der Fall ist, aber naja, warten wir mal ab. Und mal gerade noch mal reinschauen, die haben eine sehr schwache Rüstung. Also gegen die müssen wieder die Äxte ran. Okay. Trockenes Wetter, dann können wir die Aufstellung beginnen. Und hier ist das Dorf, unsere Siedlung, die wir uns zurückholen wollen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also, Bogenschützen nach vorne, keine defensive Haltung, bitte. Könnt ihr euch im Wald verstecken? Könnt ihr. Dann tut das doch auch mal. So, und jetzt müssen wir hier mal schauen. Die Axtkämpfer in die Mitte. Der Kollege in die Mitte. Die Tarnen. Okay, so sollte es erstmal gehen, denke ich. Wir starten das Gefecht. Leidet aber in längeren Auseinandersetzungen mit Infanterie. Bedrängt mit ihr den Gegner und greift über die Flanke an. So sieht's aus. Der Gegner zieht sich zurück. Oder so. Ich kann es nicht genau erkennen, was der da vorhat. KI-Dinge vermutlich. Und unsere Verstärkung kommt gerade rein. Wo ist die Schlacht? Information!
können wir dann auch schon mal was nicht darüber bewegen vielleicht. Muss jetzt nicht unbedingt rennen, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass sie erschöpft sind, wenn sie hier sind. Das können wir nicht gebrauchen. So, was ist mit unserer Armee? Der Gegner? Rennt irgendwie komisch durch die Gegend. Lass uns mal hier den Hügel besetzen. Die Bogenschützen vielleicht auch vornehmen, dass wir schon mal anfangen können, hier die gegnerischen zu beschießen. Versteckte Einheiten wurden entdeckt. Aha. Die Kavallerie möchte ich eigentlich, weil sie geschwächt ist, nur einsetzen, um fliehende Feinde zu verfolgen. Schaut mal, sie können sogar absitzen. Cool. Sie greifen an. Ja, die Kavallerie kommt auf uns zu, das stimmt. Da stürmt die Kavallerie auf unsere Axtkämpfer, schafft es aber noch rechtzeitig abzudrehen. Wir beschießen sie mit unseren Bogenschützen. Berittene Tarnen haben sie da drüben noch. Also ich würde tatsächlich erstmal ganz gerne den Fernkampf jetzt führen. Sei denn, sie bieten sich da jetzt an als Opfer natürlich. Dann holen wir vielleicht die Kavallerie zur Verstärkung. Unsere Bogenschützen sollten jetzt besser woanders hinschießen. Auch die da. Die gegnerischen Bogenschützen. Und dann schauen wir mal, was hier los ist. Der Gegner zieht sich zurück. Wir verfolgen ihn. Bast. Mal im Auge behalten, ob die sich wieder sammeln. Aber 8 Stück sind es nur noch. So, Kavallerie ein bisschen nach hinten. Wollen wir mal eine bessere Stellung einnehmen, bevor wir die feindlichen Bogenschützen weiter beschießen. Ich denke, wir stellen noch mal um auf Brandpfeile. Das sollte die Moral auch der umstehenden Einheiten beeinträchtigen. So, sie sind unter Beschuss. Was macht die KI da wieder für Sachen? Okay, die ersten Bogenschützen haben wir zur Flucht gedrängt. Jetzt schießen wir auf die anderen. Was haben wir hier noch? Herbandplänkler, die sollten wir dann auch beschießen. Der zieht sich auch zurück. Und jetzt setzen sie zum Angriff an. Versuchen wir mal, die feindliche Kavallerie zu beschießen. Vor lauter Bäumen sieht man hier nicht so richtig was.
das hier, Bogenschützen, die haben sich wieder gesammelt. Ja, der General kämpft dort. Ich denke, der soll aber direkt auch mal reingehen in den Kampf. Ich drehe das gerade nochmal in. Speerkämpfer dorthin. Ihr seid Axtkämpfer. Also am besten da in die Lücke. Bogenschützen schießen weiter auf die gegnerischen Fernkämpfer. Hier kommt unsere Verstärkung. Das ist sehr gut. So, der Anführer ist eine große Bedrohung für unsere Speerkämpfer hier drüben tatsächlich. Lass uns mal unsere Axtkämpfer ins Zentrum bringen. Jetzt können wir hier die Kavallerie einsetzen, um die Bogenschützen zu überrennen und die fliehenden Feinde zu verfolgen. Und sorry für die wilde Kameraführung, aber ich muss mal eben eine bessere Sicht hier kriegen. Ja, unsere Speerkämpfer sind jetzt vor dem Anführer geflohen, ne? Nieder mit dem Feind! Aber wir haben unsere Verstärkung da, die können hier reinstürmen. Und wir schicken auch unseren Anführer ins Gefecht. So. Wo ist unsere Kavallerie? Die kämpft hier unten. Das haben die Bogenschützen schon erledigt. Hier drüben wahrscheinlich genauso abgelaufen. So, der General ist tot. Alle seine Einheiten, die verbleibenden, fliehen. Aber ich möchte sie ungern davon kommen lassen. Unsere Männer feiern schon den Sieg. Gut. Hier gibt es noch irgendwie eine Einheit. Einen Speerkämpfer. Dann können wir jetzt beenden. Die anderen kriegen wir sowieso nicht mehr. Wunderbar. Großartiger Sieg. Damit haben wir unser Dorf auch zurückerobert. Blöd ist, glaube ich, dass wir jetzt einen Malus auf die öffentliche Ordnung kriegen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wir besetzen. Das gibt tatsächlich einen Malus. Und wir kriegen aber eine bessere Einheitenverstärkung. Hervorragend. Unsere Feinde sollen untergehen. Wir ziehen in den Krieg. So, der König kann aufgerüstet werden. Aufgerüstet, sage ich schon. Hochgelevelt werden. Kann ein weiteres Gefolge bekommen. Tja, Streiter. Nochmal Wildbeute. Ich glaube, wir gehen nochmal Wildbeuter, weil wir gerade diesen Nahrungsmalus haben oder den
dass wir zu wenig Nahrung haben. Und auch er hier ist hochgelevelt. Der braucht mal einen Priester, glaube ich. Der ist mir zu illoyal. Die Krieger sind bereit. Die Krieger sind bereit. Ja, aber ihr müsst euch trotzdem erstmal noch erholen. Ich werde den mal auf den Weg schicken, da unten hin die kleinen Siedlungen anzugreifen. Wir haben Geld. Ganz gut. Ich glaube, wir werden mal hier den Cuthbert-Schrein weiter ausbauen. Das bringt plus 3 Zufriedenheit alle Regionen der Provinz und Ruhm. Und dann haben wir auch kein Geld mehr. Nicht so richtig viel jedenfalls. Schildbeißer und Tuskals wären natürlich richtig cool. Müssen aber erst noch erforscht werden. Also. Und Forschung funktioniert übrigens auch anders als bisher. Wir können uns das gleich mal angucken. Ich mache mal eben hier Thorbrand. Das war der, der die Unzufriedenheit bringt. Und da gibt es aber, glaube ich, nichts, was das ändern könnte. Dann kriegt er einen Schreiber. Ja, minus 2 öffentliche Ordnung haben wir da schon. Das ist nicht so gut. So, Garnisonsarmee verliert immer noch Truppen. Rebellion besteht hier in Westthrüding. Aha. Weil wir minus 6 öffentliche Ordnung haben, dadurch, dass wir das Dorf besetzt haben, ja. Ach, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wir gehen in die nächste Runde, liebe Freunde. Und schau mal, was der Gegner jetzt zu bieten hat. Die Wikinger haben Ostanglien den Krieg erklärt. Wir sind auf die Wikinger gestoßen. Mal schauen, wo die ansässig sind. Wir sind, glaube ich, noch gar nicht ansässig. Thorstein. Mhm. Kann man mit denen Diplomatie haben? Ihr seid an meiner Tür nicht willkommen. Warum mag er uns nicht? Kulturelles Vorurteil. Abkommen mit Ostanglien. Diplomatische Strafe. Wir müssen dem wohl zustimmen. Aber einen Freundschaftsvertrag macht er trotzdem. Auch interessant. Okay. Zoomen wir wieder zurück. So. Unter keinen Umständen. Der Knilch da oben, ne? Der macht mir auch dienen bis zum Ende. Leichte Sorgen. Deswegen bin ich auch geneigt, hier unseren Anführer hier stehen zu lassen, beziehungsweise schon mal ein bisschen nach Norden zu bringen und die restliche Eroberung hier durch. Oh, der Gegner hat einen neuen General rekrutiert. Unser Sohn ist erwachsen geworden. Ah. Können wir gleich mal reinschauen. Wie machen wir das am besten? Fraktion, nee, nicht Diplomatie. Sondern Fraktion. Da. Unser Sohn. Sifredus. Er ist ein Staatsmann. Zwei Loyalität. Nee, zwei Einfluss, fünf Loyalität. 16 Jahre ist er alt. Er könnte eine Frau gebrauchen. Und diese Frau, Asha, bringt ihm 2 Loyalität. Hervorragend. Ein loyaler Sohn. Wir könnten ihm eine Armee geben. Dann kann er hier unten mitkämpfen. Erstmal.
Wir führen euch zu Ruhm. Dann könnten wir mit der Armee woanders hinziehen. Zum Beispiel da. 1, 2, 3. Das können wir noch. 1, 2. Massakriert sie. Ja, dann ziehen wir erstmal nach Lancaster. Und rekrutieren hier unten unseren Sohn. Der aber auch Nahrung verbraucht. Ach, verdammt. Ja, es wird Zeit, dass hier unsere... Wo haben wir die denn noch gebaut? Hier, 3 Runden noch. Oh je. Verlasst euch auf uns. What a mess. Unsere Feinde sollen untergehen. Bleibt hier und haltet so, Wache. Die ziehen wir langsam nach oben. Denn Garnisonierung bringt nichts mehr auf öffentliche Ordnung. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Unsere Vasallen kommen uns zur Hilfe scheinbar. Wir könnten ihnen natürlich auch ein Ziel geben über die Diplomatiekarte. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Rebellion in Akmandranessi. Und Dublin annektiert Brega. Die Seekönige der Wikinger, die sich in Irios Ostküste angesiedelt haben, waren nicht zufrieden damit, bloß den Hafen von Dublin zu halten. Übrigens Dublin an sich auch wohl eine Gründung der Wikinger. Und haben die Hand nach ihren unabhängigen Nachbarn im Norden ausgestreckt. Ob sie den König von Brega bestochen oder eingeschüchtert haben, werdet ihr nie erfahren, aber das Ergebnis ist das gleiche. Dublin kontrolliert nun Bregas Territorium. Und wir haben hier eine Rebellion mit 4 Einheiten. Wir schwören treuen Dienst. Und wir haben... minus 24 Nahrung. Weil sie da unten plündern vermutlich. Nee, weil die große Halle gebaut ist. Gründet hat einen Krieg erklärt, okay. 2 Runden noch, können wir das aushalten? Oder sollten wir hier Einheiten auflösen? Machen wir das. So, 14. 4. Feindliches Blut wird fließen. Könnten den Sohn auch wieder auflösen, aber das fände ich blöd. Die Krieger sind bereit. Gierig und willig. Vielleicht die Kavallerie? Oder diese Noob-Bogenschützen? Machen wir das so. Die noch keinen Level-Up hatten. Hört euch für eine Weile. Vorwärts zu Ruhm. Dann rücken wir hier weiter vor. Sehr gut. Dienen bis zum Ende. Dienen bis zum Ende. Aufbrechen. Wir gehen doch mal hier runter mit ihm, weil der Gegner hier schon fleißig Einheiten nachrekrutiert. Da müssen wir auch ein Auge drauf haben. So, was können wir bauen? Was können wir sinnvollerweise bauen? Das ist ja wahrscheinlich eher die Frage. Getreidehandel bauen wir, weil wir ja Getreide ausbauen. Das kriegen wir also dazu. Ab in die nächste Runde. Ich bin gespannt, was North Leoda jetzt macht. Hylborg schickt jetzt 2 große Armeen in unsere Richtung. Okay. Südreya hat Yulate den Krieg erklärt. Aha. Und in Manchester wird immer noch geplündert. Keine Chance. Und die Rebellion wächst auch noch. Oha. Wir schwören treuen Dienst. Können wir hier irgendwas tun, um die öffentliche Ordnung eigentlich zu verbessern? Ein Thing.
Wachen sollten wir, glaube ich, generell hier bauen, weil wir gegen Mercia langfristig Ausschau halten bzw. Obacht haben müssen. Villa bringt +2. Müssten wir aber erst erforschen über Grundbesitz. Kann man das sehen, wie viel? Öffentliche Ordnung, die haben, nee. Aber wir müssen diesen Turbrand hier ersetzen. Statthalter entfernen. So, dann müssen wir mal einen neuen. Hätten wir vorher schon machen sollen. Wir haben hier zwei Landbesitzer, Bart und Herig. Nehmen wir mal Herig. Loyalität 4, hervorragend. Wie sieht es mit Grundbesitzen aus? Haben wir nur den einen, den können wir auch weiter halten. Wie ist jetzt hier die Meinung von Turbrand 1? Naja, warten wir mal ab, was da passiert. So, minus 8. Eine Runde, bis das Ding fertig gebaut ist. Unsere Feinde sollen untergehen! Dann bin ich jetzt stark dafür, dass wir hier noch Truppen ausheben. Zumindest einmal Axtkämpfer schon mal. Ja. Die hatten wir jetzt Über unsere schon belegt. Feinde. Nein, haben wir nicht. Marschieren. Dann weiter gen Wir Norden. führen Nützen euch aus, dass der zu Gegner Ruhm. nicht bei uns ist, weil wir Winter haben. Verlasst euch auf uns. Und was machen wir jetzt mit ihm? Ziehen wir jetzt hier mit runter, um erstmal die Rebellion da zu bekämpfen? Ich würde sagen, wir erobern erstmal Lancaster. Und gucken dann mal, wie die sich hier verhalten. So, unsere Verbündeten könnten ja vielleicht auch den Aufstand niederschlagen, nicht wahr? Kriegseifer ist gesunken. Ja, kann ich mir vorstellen. So, Hof mit Herrenhaus wurde gebaut. Da unten wird immer noch geplündert. Und oben sind die Unsere East Feinde sollen Anglia untergehen. Dudes wieder reingekommen. Karte. Dieses Treffen kann uns beiden nutzen. Ja, wie zeige ich euch jetzt an, wen ihr angreifen sollt? Bin ich jetzt gerade blind? Öffentliche Ordnung, Nahrung, Fraktionsbesitz, diplomatischer Status, Belagerungsfilter, Geografiemodus gibt es noch. Da, Kriegskoordinationsziel.
Okay, das gilt für alle zusammen. Und gegen die Rebellion können sie aber nicht kämpfen, offenbar. Turbrand ist illoyal, das wissen wir schon. Warum haben wir jetzt noch minus 11? Durch die Plünderer. Unschön. Unmöglich. Feindliches Blut wird fließen. Äußerst unschön, liebe Freunde. Da müssen wir in der nächsten Folge endlich mal was machen, oder wir hoffen halt drauf, dass hier unsere Vasallen kommen und uns den Hintern retten. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis bald. Horrido!